Ernsthaft, die haben Grandmaster Draugr's War. Also ich produziere gerade vorne, habe gerade jetzt Draugr selber gespielt in den letzten Aufnahmen. Da haben wir eine Challenge gemacht. Und jetzt, wow, haben die Grandmaster Draugr's. Also ich bin Wurmloch und dann diese Teleportation, das habe ich mir bei jemandem abgekupfert. Ja, habe ich mal bei jemandem, der echt wirklich richtig gut mit Eevee war. Blitz halte ich um 300 LP, die Reichweite von Blitz wird um 30% erhöht. Aktivierung von Eisblock erzeugt Munition, das Flugtempo von gleich 50%. Aktivierung von Deadflug erzeugt Munition und okay, ich freue mich tatsächlich auf Eevee, weil Eevee macht mir schon Spaß. Ich meine, ich habe sie ewig nicht mehr gespielt. Aber gut. Okay, dann hallo. Da, Teleportation. Dann teleportiere ich mich wieder zurück, weil ich sie kann. Und hau dann noch drauf und hau ab, weil ich bringe nichts. Okay. Das ist lustig, weil. Wow, Draugr's. Oh Gott, Hilfe. Wow. Holy. Hallo? Wow. Nein, ich kann mich nicht zurückreportieren. Sets sind schon mal on point. Oh, wow. Also gegen den zu treffen, das wird lustig. Also gegen den werde ich vermutlich keinen Hit treffen. Ja, alles klar. Ich weiß schon, ich muss deutlich aggressiver spielen. Und... wow. Oder sagen wir es einfach so, ich muss besser spielen. Also ich kann Eevee nicht wirklich. Aber ich meine, Eevee macht total Spaß und so. Aber, ich habe sie ja schon lange nicht mehr, wie gesagt, gespielt. Und ich kann halt jetzt auch nicht so krank gut mit ihr aimen. Was auch ein bisschen dazu kommt. Ich teleportiere mich doch rechtzeitig zurück. Ich hatte es schon längst gedrückt, aber irgendwie, keine Ahnung. Hallo? Oh, wow. Komm. Zurück teleportiert. Habe ich ihn eigentlich getötet oder habe ich nur mitgeholfen? Da, komm. Ich habe gehört, du stirbst vielleicht. Hallo? Vielleicht. Vielleicht. Okay. Perfekt. Down. Ja. Zack, teleportiert. Und ich kann mich eigentlich wieder zurück teleportieren und dir Damage machen. Ich kann halt nicht wirklich gut mit ihr aimen. Das ist, wie gesagt, ein bisschen mein Problem. Übrigens, Emil hat gestern das erste Mal mit denen gespielt. Also verurteilt ihn nicht, wenn er nicht so gut ist. Mit Talos. Und ich meine, ich bin ja jetzt auch nicht gut mit Eevee. Also von daher, ja, sollte es passen. Hallo. Danke, ich teleportiere mich zurück wegen dem Heal. Ah, da bist du. Perfekt. Es ist halt immer, keine Ahnung, man fühlt sich irgendwie, finde ich, mit Eevee immer total... Übrigens, ich liebe diesen Skin. Da musste ich einen Skin-Booster einsetzen, tut mir leid. Ich liebe nämlich dieses Teleportier-Ding. Und ich mag auch den Zauberstab total. Und ich finde auch den Skin cool, aber am coolsten finde ich den Zauberstab und dieses Teleportier-Ding. Auf jeden Fall, was ich sagen wollte. Genau, man fühlt sich irgendwie, finde ich, mit Eevee immer nie wirklich gut, weil... Also, ja, weil wenn man sich mal Pro-Gameplay anschaut, irgendwie so, keine Ahnung, Pro-Gameplay von Vic. Und wenn man jetzt selber Vic spielt, sieht es nicht so krass aus. Also das Pro-Gameplay dann. Auch wenn sie jetzt vielleicht besser sind, deutlich, keine Ahnung. Aber bei Eevee sieht es halt, die Pro-Player, das ist so lächerlich, wie gut die sind. Also, wie die sich herumteleportieren und so, das ist so lächerlich. Oh, hallo. Hallo? Lang nichts gesehen, gehört. Know what I mean. Hallo? Zack, zurückteleportieren vielleicht. Ein bisschen Schaden verursacht. Zack, teleportiert. Und keine Ahnung, wo ich bin, weil ich nicht... Das ist halt mein Problem so. Haben wir nicht Heal oder so vielleicht? Hallo? Jo. Boah, könnte ich dir guten Damage machen, würde ich treffen. Hallo? Wie schlecht kann ich bitte treffen? Nee. So leicht haust du dann down auch nicht ab. Nee, so leicht lasse ich dich nicht davon kommen. Jeder andere hätte den schon längst getötet, aber ich krieg halt nichts hin mit dem, wow. Also mit ihr, egal. Zumindest habe ich es geschafft, von 4 zu 4 auf 8 zu 4 auszugleichen. Komm. Da, und zack, und zurück. Ich kann mich nicht zurück teleportieren. Ah, okay, hallo. Kann es sein, dass er mich nicht bemerkt hat? Obwohl ich direkt hinter ihm bin. Ich kann mich nicht teleportieren. Was zum Teufel? Was zum Teufel? Hallo? Ich kann mich... Boah, ich kann mich gar nicht teleportieren. Jetzt bin ich alles verwirrt. Der Bug hat mich komplett rausgebracht. Was ist los, bitte? Sieht es für die Gegner auch so aus? Was ist das? Was zum Teufel? Wow. Leute, und dann wundere ich mich, wie kann ich dann eigentlich verlieren, wenn ich eigentlich so ein harter Brocken bin? Wie kann ich überhaupt Schaden bekommen, wenn ich die ganze Zeit in Eisblock-Klotz bin? Hey, ich sehe wieder normal aus. Gegen den Grandmaster, vor allem als Eevee, wenn der Grandmaster Dog ist, ist jetzt nicht ganz so geil, ist das Problem. Leute, ich weiß nicht wieso, aber Siri geht immer an, egal was ich sage. Ich finde allein das hier sieht schon cool aus. Keine Ahnung, also irgendwie, ich mag den Skin irgendwie alles. Ich hätte den Skin so gern. Oh, alles klar. Der ist safe hier in der Luft. Ja, ist er. Okay.
Jetzt hat meine Time to Shine. Also es wäre vielleicht meine Time to Shine, könnte ich treffen, aber gut, kann ich nicht. Ah, okay, okay, ha. Teleportieren, danke. Um mich ein bisschen hoch zu healen und dann leider nicht mehr drauf schießen. Hallo? Wow. Ha! Ja, mit so einem Dog ist natürlich eklig, muss man sagen. Ja, du kannst nichts machen, weil ich dich verzaubert habe. Verzaubert vor allem. Ah, ich komme mich nicht wegteleportieren. Also wenn meine KD, wenn ich eine 2er KD habe, das wäre dann, das wäre schon echt cool, aber ich halte es für sehr unwahrscheinlich. Ja, dich treffe ich sowieso niemals in der Luft. Ja, keine Chance. Komm. Ich weiß, ich sollte nicht auf den Tank drauf gehen, aber ja, komm, da kann man schon mal drauf gehen. Hallo? Da? Du möchtest abhauen? Oh Gott, belastend. Ja, oh wow. Hallo? Ich würde mich gerne teleportieren, danke. Und jetzt wieder zurück teleportieren. Ah, aber da kann man gar nicht abhauen. Hätte mich auch echt eigentlich wundern sollen. Ich hätte mir eigentlich denken können, dass man da nicht raus kann. Okay. Jo. Jo. Zurück teleportiert. Ich habe ein bisschen Angst vor dem Brogos. Was, glaube ich, auch verständlich ist. Also eben wird auf jeden Fall besser geflankt haben als ich. Kann man hier drauf springen? Natürlich nicht. Das sollte, ja. Hätte ich mich auch denken können davor. Komm. Danke. Zurück. Ich kann mich nicht zurück teleportieren, lol. Danke. Oh, wow. Ja. Fliegen. Nachladen. Und den Angriff übergehen. Zurück teleportieren. Das bringt sowieso nichts. Okay. Rein teleportiert. Das ist aktiviert. Und eigentlich ins wieder zurück teleportiert. Aber ich wurde zu schnell getötet. Ich komme irgendwie die ganze Zeit gegen mein Mikrofon. Ich bin echt gespannt, wer besser war. Weil ich habe. Also Emil hat ja Dinge, glaube ich, auf Level 10. Also rein vom Level sollte ich besser sein. Aber ich spiele so schlecht. Also. Ich meine, okay, ich würde jetzt auch nicht wirklich gut mit Talos gespielt haben, weil der Talos auch noch nicht lange hat. Danke, wegteleportiert. Zurück teleportieren. Dann irgendwie nichts hinbekommen. Dann dich angreifen und vielleicht töten. Jo. Oh, hallo. Du fliegst sogar auch noch netterweise in mich hinein. Das ist echt nett von dir. Boah, das ist gemein. Komm. Ey, ich lenke euch zumindest beide gerade ab, auch wenn ich irgendwie nichts treffe, aber gut. Emil schreibt linke Flanke und geht rechts lang. Danke dafür. Ja, auf dich hat eh keiner Bock. Okay. Ich bin jetzt so schnell, da muss ich mich gar nicht teleportieren. Ah, ich mach's trotzdem. Danke, ich kann mich diesmal sogar wieder zurück teleportieren. Perfekt, schon mal einen Fortschritt gemacht. Komm. Ja, wenn du mich hochhebst, sollte ich eigentlich so leicht treffen können, aber ich treffe nicht. Wird die denn ihre Ult fahren? Ja, gegen den. Sorry, aber da kann man nichts machen. Das ist echt ein bisschen unfair. Zumindest nicht als Eevee. Hallo, möchtest du sterben? Jo? Ja? Ja? Okay, möchtest du? Finde ich ehrlich gesagt nett von dir. Dann teleportiere ich mich einfach mal. Und hau auch ab gleich. Ha, teleportiert. Auf den Punkt teleportiert. Und wieder zurück teleportiert. Und noch nicht tot. Hallo? Komm. Ah, ich treffe nicht. Okay, er kommt auf jeden Fall da lang. Hätte mich stark gewundert, hätte er niemanden getroffen. Weil da, ja, den man zu treffen, ist nicht ganz so schwierig. Wow, wir haben tatsächlich gewonnen. Okay, hätte ich jetzt nicht mit gerechnet. Hätte ich echt nicht mit gerechnet, dass wir das Match gewinnen. Nein, die Gegner hat doch... Okay. Was ist denn eigentlich für ein Healer? Ich glaube, wir hatten Furia. Ja, wir hatten Furia. Die war Level 36 oder so. Okay, ich habe jetzt diesmal nicht auf die Idee, aber der Gegner, ja, da hat er sein Ult gemacht. Ja. Wow. Wow, ich war der Einzige, der noch gelebt hat. Die Konversation. Okay, super Konversation. Bester Flank war Emil. Ah, ärgerlich. Ich habe gesagt, dass ich sie nicht so gut kann. Ja gut, okay, da war Emil deutlich besser. Ja, ich meine, mehr als doppelt so viele Kills, was man als Flank eigentlich haben soll. Und... Ja, Schaden hat er auch, 30k mehr, also da war ihm auf jeden Fall besser. So, der war ganz gut. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Ich hätte auch besser sein können, aber der hätte noch mehr besser sein können, weil er 16k Schaden weniger, also Eevee ist jetzt nicht so gut, weil ich 16k Schaden weniger als eine Vivian habe. Vor allem wenn Emil als Talos 20k mehr Schaden als eine Vivian hat. Naja gut, Lian hätte auch ein bisschen besser sein können. Ja, also, nein, eigentlich passt. Hätte auf jeden Fall besser sein können. Welches Talent hatte der? Der hatte das Marshmallow, der hätte viel mehr Damage haben müssen. Hätte mindestens drei, ja, eigentlich hätte er locker viermal so viel Damage haben müssen. Also locker dreimal so viel und eigentlich auch viermal so viel. Und ich meine, dann hätte er gerade mal mehr als Emil, also als Grog, mit, vor allem mit dem Talent, das ist eigentlich, ja,
viel zu wenig Schaden, das, was er gemacht hat. Der war Grandmaster und scheinbar gar nicht so gut dafür, dass er Grandmaster war. Und Janus war ja auch ziemlich gut. Ich mag irgendwie den Skin absolut nicht. Ich meine, der ist episch, aber ich nehme ihn jetzt einfach mal. Ich glaube, ich finde ihn ein bisschen besser als den normalen. Na was? Na, ich weiß nicht. Ich finde die Haare eigentlich ganz interessant. Auf jeden Fall, also die Waffen, da nehme ich auf jeden Fall nicht diese Special-Waffe. Wow, Tankot Unterstützung fehlt. Genial, genial. Ich meine, sonst würde ich ja Tankot Unterstützung nehmen, aber jetzt, wenn ich Eevee spiele... ja, Emil ist sozial. Jetzt haben wir keine Unterstützung, super. Was ich halt an der anderen Waffe, die ich jetzt gerade gespielt habe, mag, ist, dass sie einfach zu dünn ist, weil die Waffe, finde ich, ist irgendwie viel zu fett. Wow, beide Teams haben einfach keinen Heal, weil Logik. Jo, die spielen zusammen. Bin ich jetzt irgendwie nicht von ausgegangen, dass die sinnvoll spielen, aber natürlich spielen die Gegner sinnvoll. Die ist übrigens Level 62, die Sky, also das ist richtig nice. Das macht Bock. Emil wird auch einfach nur rumgehauen. Ich meine, wir haben ja keinen Healer, ja. Ja, hallo? Wait, what? Wow, wahrscheinlich passt er mich perfekt ab. Alter, kann es sein, dass ich genau 400 Leben hatte? Ja, Level 62 Sky ist halt etwas eklig. Hallo? Oh, okay. Hallo? Nein, der lebt nicht mehr. Wow. Ja, natürlich sind da alle Gegner auf einem Haufen. Ich weiß nicht, soll ich halt jetzt auf den Tank draufgehen? Vermute ich ja eher nicht. Kompliziert. Teleportier bitte, danke. Okay. Erstmal ein bisschen zurückziehen. Ich find's gut, dass ich gerade die unsichtbare Skyrim getroffen habe. Obwohl ich keine Ahnung hatte, wo sie ist. Genau. Ja, Gegner haben halt einen Vorteil, weil Ash kann ja Lifesteal in ihr. In ihr Deck reinmachen. Das heißt, wir haben eigentlich vom Tank her einen Vorteil gegenüber. Unserem lieben Tank. Also Emil hat einen Nachteil, das ist etwas belastend. Denn ich habe ja schon längst teleportiert gehabt, aber gut. Hallo? Danke. Wow. Okay. Ich hatte mich schon längst wieder teleportiert gehabt. Hallo Andrew. Da, du bist down. Down. Dote. Komm. Oh, wow. Dein Ernst? Wow. Das war absehbar. Ja, das Gute ist, wenn ich runtergeschubst werde, kann ich mich einfach wieder hoch teleportieren. Von daher muss ich keine so große Angst haben. Hier ist irgendwo eine Sky, genau. Also der Andrew wird tausendmal besser geflankt haben als ich, aber ich bin auch gerade echt nicht gut mit Eevee. Oh Gott, komm. Wow, wie viel Leben hat die noch? Wollte ich gar nicht, hallo. Ich habe dich den... Was? Wie habe ich jetzt Schaden bekommen? Hä? Ich war ja weg. Hat die gerade Feuer gespuckt? Also, ich meine, ich wusste nicht, dass sie Feuer spucken kann, aber gut. Übrigens nochmal danke, Emil, dass du den genommen hast. Tank. Ich meine, ein Healer ist halt immer blöd. Das ist irgendwie so ein Betrug immer. Ich meine, sonst ist es irgendwie auch so, wenn Emil und ich zusammenspielen, nimmt er mal Tank und ich mal Healer, weil irgendwie niemand Tank auf die Idee kommt, Tank oder Healer zu nehmen. Ich weiß nicht wieso, aber das ist irgendwie, keine Ahnung, nie kommen die auf die Idee, Tank oder Healer zu nehmen. Übrigens, Andrew wird ja demnächst stärker gemacht. Das heißt, ich spiele ihn auf jeden Fall nochmal, bevor er stärker gemacht wird. Mitte nächsten Monat sollte er stärker gemacht werden, soweit ich weiß. Zum nächsten Update halt. Ich glaube, das sind 45 Tagen oder so. Oder 44 oder so. Halt, nächste Battle Pass. Komm. Da. Stirb. Danke, dass ich keinen Hit treffe, weil ich stehe direkt vor ihm, schieße auf ihn, aber irgendwie trifft es nicht. Als ob er, wenn er im Teleporter ist, keinen Schaden bekommen kann. Ach so, aber wenn man mit jemand anderem, mit dem man sich teleportiert, bekommt man Schaden. Aber wenn der einmal im Teleporter drin ist, bekommt er keinen Schaden mehr oder was? Was ist das denn für ein asozialer Schmarrn? Ich finde es gut, dass die Healerin einfach komplett abgetrennt von allen anderen rumläuft. Auch wenn ich einfach keinen Hit treffe. Von daher ist es komplett egal, aber danke, das wäre echt intelligent von dir. Der Healer läuft doch nicht komplett alleine rum. Hä? Wow. Danke dafür. Oh ja, da kann ich auch nichts machen. Genial. Ich treffe schon wieder jeden Hit, aber es wird kein Hit als Treffer markiert. Finde ich jedenfalls fair. Ja, danke. Wait, what? Der wusste gerade genau, wo ich mich zurück hin teleportiere, obwohl er das nicht gesehen hat, wo ich mich wegteleportiert habe. What the fuck? Ah, ne, die haben einen Healer, stimmt. Ja, ich weiß nicht, wieso mir das vorhin nicht aufgefallen ist, dass die einen Healer haben. Okay, komm. Ja. Ich wollte bis auf den Punkt sein, weil irgendwer muss ja auf den Punkt sein. Natürlich überlebt die mit 5 Leben. Danke dafür. Wow, wie viel Leben hatte die gerade? Also, ich entschuldige mich offiziell, weil ich war echt schlecht. Ich war... Echt schlecht. Also, wow. Wow. Okay, ich war echt schlecht, aber gut. Dann, ich muss jetzt trotzdem noch bei anderen Leuten rumheulen.
Hätte besser sein können. Ja, ich hätte erst recht besser sein können. Okay, es waren eigentlich alle besser in dem Match. Gut, dann war's. Hat einen schönen Tag, was du bist. Folge uns in den Stream und ja, ciao, ciao.